In ferner Zukunft sieht es für die Menschheit nicht gut aus. Ein Virus hat die Bevölkerung der Erde infiziert und in gefährliche Mutanten verwandelt. Die letzten Überlebenden bewohnen Kolonien auf dem Mars. Und auch dort entbrennt ein gnadenloser Kampf ums Überleben. Gelingt es euch, die Alienhorden zurückzuschlagen und ein Heilmittel gegen das Virus zu finden? Willkommen im PC-Echtzeit-Strategiespiel Red Solstice 2 Survivors des kroatischen Entwicklerstudios Iron Ward. Bevor wir euch mit allen wichtigen Infos zu Red Solstice 2 versorgen, haben wir noch eine Bitte an euch. Falls euch dieses Video gefällt, dann teilt es mit euren Freunden, schreibt einen Kommentar, lasst uns ein Like da oder noch besser, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke, um nichts zu verpassen. And look, the executor himself came to save us. In der Einzelspielerkampagne, die auch komplett im 8-Spieler-Koop gespielt werden kann, übernehmt ihr die Rolle des Supersoldaten-Vollstrecker, der ein Team aus Spezialisten durch 15 Hauptmissionen und mehr als 20 Nebenaufträge mit abwechslungsreichen Aufgaben führt. Es liegt an euch, die richtigen Entscheidungen für das Überleben eurer Soldaten zu treffen. Eure Gegner sind nicht nur die sogenannten Stroll-Mutanten, sondern auch fiese Großkonzerne, die in all dem Chaos auf dem roten Planeten ihre ganz eigenen Ziele verfolgen. This is Laura Feeling of the MCC. Unknown forces have destroyed Tharsis. Many suspect Elysium itself, but some claim Stroll has arrived on Mars. Der Aufbau der Kampagne erinnert an den Strategieklassiker XCOM. Auf einer Weltkarte errichtet ihr auf dem Mars Außenposten, erforscht neue Technologien, baut neue Waffen und sucht mit eurer mobilen Einsatzbasis nach neuen Missionen. Vor jedem Auftrag stellt ihr euer Team zusammen, wählt deren Ausrüstung und sucht euch noch passende Taktikmanöver wie Artillerieunterstützung, Nachschublieferungen oder nukleare Sprengköpfe aus. Die Missionen bestreitet ihr mit euren gewählten Soldaten. Ihr könnt aber auch andere Spieler zu euren Missionen einladen oder euren Freunden in deren Kampagne zur Seite stehen. Bis zu 8 Spieler dürfen im Koop-Modus gemeinsam auf Mutantenjagd gehen. Für euer Team stehen 6 Charakterklassen zur Auswahl, von denen ihr einige aber erst im Laufe des Spiels freischaltet. Die Soldaten der Angriffsklasse sind eure Kämpfer an vorderster Front. Diese Allzweckwaffen halten Gegner mit großer Feuerkraft und nützlichen Fähigkeiten in Schach und können sogar in brenzligen Situationen für Deckung sorgen. Sie richten mit Flammenwerfern oder Frostkanonen großen Flächenschaden an und sind auch im Nahkampf keineswegs zu unterschätzen. Sanitäter sind Krankenstationen auf 2 Beinen, die Kameraden mit ihren Heilfähigkeiten unterstützen, während diese Mutanten bekämpfen. Sie können sogar gefallene Teammitglieder wiederbeleben und verfügen über mächtige Drohnen, um auch in gefährlichen Situationen für schnelle Heilung zu sorgen. Ein Team ohne einen solchen Heiler in den Kampf zu schicken, ist Selbstmord. Schwere Unterstützer sind wandelnde Geschütztürme, die auch mit großen Mengen von Gegnern spielend leicht fertig werden. Sie verfügen ebenfalls über Drohnen, die ihnen eine noch größere Feuerkraft verleihen. Schwere Unterstützer verbrauchen zwar massig Munition, richtig positioniert, können sie aber fast im Alleingang einen Massenansturm aufhalten. Zerstörer sind absolute Sprengstoffspezialisten, die ganze Areale verminen, um eine große Anzahl von Gegnern in kürzester Zeit auszuschalten. Sie eignen sich auch bestens, um besonders gut gepanzerte Gegner aus dem Verkehr zu ziehen oder Löcher in Gebäude zu sprengen. Die Fähigkeiten von Zerstörern sind einzigartig und ihre Explosionen sind legendär. Scharfschützen erledigen Feinde aus großer Entfernung. Sie eignen sich auch hervorragend als Vorhut, weil sie mit ihren Überwachungsfähigkeiten die Umgebung scannen und so Gefahren und Hinterhalte rechtzeitig aufdecken. In prekären Situationen sind Scharfschützen oft das Zünglein an der Waage. Späher sind Meister des Überlebens, die darauf spezialisiert sind, Levels zu erkunden und dringend benötigten Nachschub aufzuspüren. Sie können mächtige Luftangriffe anfordern und ganze Landstriche bombardieren lassen. Und wenn es ihnen zu gefährlich wird, dann machen sie sich einfach unsichtbar und schleichen an Feinden vorbei. Locked and loaded! Die Atmosphäre in Red Solstice 2 erinnert nicht nur an XCOM, sondern auch an den Science-Fiction-Streifen Aliens.
In nervenaufreibenden Echtzeitgefechten bekämpft ihr mit mächtigen Kanonen ganze Horden von Mutanten, ohne die Missionsziele aus den Augen zu verlieren. Nur wenn ihr klug vorgeht und alle zur Verfügung stehenden Taktikoptionen sinnvoll einsetzt, werdet ihr die zahlreichen Herausforderungen auf den abwechslungsreichen Schlachtfeldern von Red Solstice 2 Survivors bestehen. Worauf wartet ihr noch? Die letzte Schlacht um das Schicksal der Menschheit beginnt am 17. Juni 2021.